Henry Stuff vom Förder- und Historikverein der Feuerwehr Eckartsberg-Radgendorf hat den diesjährigen Sächsischen Bürgerpreis in der Kategorie Tradition pflegen, Geschichte verstehen erhalten. Bei der Preisverleihung in der Dresdner Frauenkirche wurden er und alle seine Vereinsmitglieder für ihre vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden geehrt. Mithilfe von Spenden und Fördergeldern restauriert der Verein die sogenannte Alte Lotte, bei der auch die Lausitzwelle im letzten Jahr schon zu Gast war. Zwischen 1760 und 1780 wurde das Fachwerkhaus in Eckartsberg gebaut. Jahrelang wohnte hier auch Charlotte Liebig, welche in der Region als älteste Berufskraftfahrerin der DDR bekannt ist. Auf sie geht der heutige Name des Hauses zurück. 2018 hatte sich der Verein gegründet, um das Haus vor dem geplanten Abriss zu retten. Umso größer war nun die Freude von Henry Stuff und Bert Salomo über die Auszeichnung mit dem Sächsischen Bürgerpreis. Wir sind überglücklich, dass wir heute den Sächsischen Bürgerpreis dafür erhalten haben. Das zeichnet natürlich das Team um die Alte Lotte aus. Es ist wunderschön, so ein Engagement von den Leuten zu sehen. Über 60 Mitglieder. Seit 2018 sind wir aktiv, dieses Gebäude zu erhalten. Und es ehrt uns natürlich wirklich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben sehr viel Vertrauen und Vorschuss bekommen, sind jetzt wirklich so weit gekommen, was wir nutzen können, das Gebäude. Es gibt ganz viele tolle Ideen, die man schon umsetzen konnte. Und wir merken eigentlich mit jedem Tag, den wir da weiter daran arbeiten, es kommen immer neue Ideen da dazu. Und ich denke, uns werden diese auch hier ausgehen, werden da wirklich was Tolles draus machen und die Region damit ein Stück weit bereichern und vielleicht auch bekannter machen. Als der vorherige Besitzer das Haus abreißen wollte, setzten sich Henry Stuff und die Mitglieder des Fördervereins gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr für dessen Erhalt ein. In der Scheune stehen dafür nun auch die alten Einsatzfahrzeuge. Insgesamt 5 Projekte, von Initiativen zur Krisenintervention bis hin zu Naturschutzprojekten, wurden beim diesjährigen Sächsischen Bürgerpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert.